immer noch nicht fertig mit meiner scheiß Lava-Gesetze hier. Ich hab's Inventar gerade voll. Das ist besser als ein gehend leeres Inventar zu haben manchmal. Ja. Ein bisschen Eisen abbauen. Ja, Eisen brauchen wir für Eisenrüstung. Ja, ist hier noch genug. Gut. Ich versuche hier noch, ne, Energie zu sparen, damit ich da auch am Ende der Aufnahme heute dann, ne, noch so ein bisschen, ne, noch bei klarem Verstand bin und sowas. Weil ich befürchte fast, dass es heute früher sein wird, dass ich halt, ne, nur noch Unfug mache. liegt halt zum Teil daran, dass ich die letzten Tage viel aufgenommen habe. Sehr viel. Ja, ich habe schon gelesen, dass du wie geschrieben hast, ne? Ja, das war nur der Sonntag. Inzwischen haben wir Donnerstag. Ja, ja. Das hat sich seitdem nicht geändert. Aber mit Zelda bin ich immer noch nicht durch. Kommt noch. Aber es ist schön, endlich mal wieder ein Zelda zu spielen, das ich noch so gar nicht kenne. Könnt ihr wieder Steinziegel machen, ne? Ja, ich hab noch 100.000 Millionen Tröfzig Steinziegel. Die Truhen sind ja, glaube ich, auch fast alle voll mit weiteren Steinen und sowas. Ja, ja, dann kann ich da aber wieder neue Steine reinpacken zum Nutzen. Na, also die Ziegelsteine, die brauche ich echt in Massen. Ich glaube, ich lege hier gleich auch mal wieder ein bisschen Boden. Damit die auch mal wieder ein bisschen zum Einsatz kommen und sich mal ein bisschen entleeren. Da muss ich nur ein bisschen Boden rausruppen. Yay, Boden! Ich meine, jetzt wo ich gerade die Lava fertig habe, ne, da erstmal ein bisschen Boden rauszumachen. Ja. Hat ja noch nichts zu tun. Steinstufen, ne? Ich brauche Blöcke, ich brauche Treppen, ich brauche Stufen. Fast alles. Weiß gar nicht, gibt's da Mauern? Ja, ne? Aber ich glaube, nur aus Bruchsteine. Ach, stimmt, ja. Ja, ja. Warum auch immer. Könnte man auch Mauern machen aus den Steinziegeln eigentlich. Nimmt sich nicht viel. Yay, ich baue schon Fackeln ab, yay. Na, machen wir hier mal so ein bisschen alles beschriften. Ja, du machst das ja immer sehr, sehr ordentlich, was ich sehr schön finde. Ja, da findet man sich ein bisschen besser zurecht. Ja. Muss man wirklich mal sagen. Aber wenn du das nicht machen würdest, dann würde es keiner machen. Das stimmt. Ach, ist auch alles voll. Ja. Ätzend, oder? So, dann schaue ich doch mal auf meinen tollen Notizzettel hier währenddessen. Ich habe ja hier, ne, wieder Fragen, noch Fragen vom Fragen und Fragen so allgemein. Und was haben wir denn da? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier hatte, aber Kindheitsserien. Ob ich mich an welche erinnern kann aus den. Was ist das? Aus ungefähr den 90er. Ja, so ein bisschen was habe ich da ja auch gesehen. Wie zum Beispiel Darkwing Duck. Darkwing Duck war mega. Chip und Chap auch, aber Darkwing Duck war einfach besser, ja. Das war für mich so Batman auf Donald-Niveau. Fand ich immer super. Oder halt natürlich auch die Ninja Turtles. Gab ja damals eine Zeichentrickserie zu Ninja Turtles oder auch zu Batman. War großartig.
Und sowas kann man sich auch heute sogar noch angucken, finde ich. Gerade halt Batman. Wir hatten letztens gerade wieder das Thema gehabt oder darüber gesprochen, diese alten Comics, wo sie dann eben halt dieses Puff und Pau und so ja, Zock und ja, sowas ja. da damit draufgelegt haben. Und dann ja in der Serie, es gab ja diese, was war das, in den 60er, 70er Jahren oder sowas, diese Batman-Serie mit Adam West, da haben sie es, glaube ich, auch noch mit eingeführt, so als Bildeffekt. War halt so eine ganz normale Batman-Serie mit Menschen als Schauspieler. Aus heutiger Sicht ein bisschen bedenklich, aber es ist halt Kultstatus. Und da haben sie es halt auch dann nochmal, ne, mit Pow und Puff und Bang und so drüber gelegt. Schon sehr cool. Würde heutzutage keiner mehr machen. Kommt wahrscheinlich keiner mehr gucken, ne? Ja. Zumindest nicht so, wie es damals da aufgeführt wurde. Aber das ist halt so ein Ding von Kultstatus bestimmter Serien. Würdest du ein ähnliches Prinzip heutzutage nochmal versuchen? Ich glaube, das würde genauso nicht funktionieren. Ne? Genauso wie jetzt heutzutage ist aktuell, keine Ahnung, The Walking Dead, Game of Thrones und hast du nicht gesehen? Ja, und in 10, 20 Jahren wird da halt dann gesagt, ja, das ist Kult. Wobei ich das nie geguckt habe. Ja. Ich habe nur The Walking Dead mal ein bisschen geschaut. Und dann irgendwann aufgehört, aus unbekannten Gründen. Ich glaube, damals war es so, dass es noch keine weiteren Folgen gab. Aber ist halt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Die Zeit vergeht. Ach, hier kann ich wohl nichts hinsetzen. Ja, komm. Arbeitskollege drängt mich, also was heißt drängt? Sagt immer so, ich soll mal Game of Thrones gucken und so was, weil er ein Fan von der Serie ist und so was. Und ich denke halt so, ja. Irgendwann. Nö, irgendwann, vielleicht, unter Umständen, wenn ich Zeit dafür habe. In Klammern also nie. Ja, ja, kenne ich. Ne, dabei bin ich gar nicht hundertprozentig davon abgeneigt, aber ich habe nicht wirklich Lust dazu. Das ist halt so. Ich bin jetzt nicht so der Seriengucker. Ja, aber früher schon, jetzt auch nicht mehr. Schließt alle nach. Früher war das tatsächlich so ein Familiending halt auch teilweise noch da. Das sind dann diese amerikanischen Sitcoms wie Alle unter einem Dach und so was. Ja, Roseanne. Ja, genau. Und sowas hat man dann tatsächlich mit der Familie halt geguckt. Oder halt auch Eine schrecklich nette Familie. Sehr auch schön. Damals super. Oder auch Full House. Full House fand ich großartig. Aber heutzutage, abgesehen davon, dass ich keinen Fernsehempfang habe, würde ich mir das nicht antun. Ich gucke momentan auch wenig Fernsehen. Also eigentlich eher die ganzen so YouTube-Videos oder so, ne? Schön auf dem Fernseher dann. Aber dass ich jetzt normal umschalte aufs TV-Programm, ganz selten. Für mich ist halt wirklich viel zu wenig Ansprechendes dabei. Das stimmt. Vielleicht bin ich da etwas zu wählerisch oder so. Ich weiß es nicht. Na, also was ich halt dann tatsächlich halt manchmal dann halt gucke, ist halt sowas wie Big Bang Theory oder manchmal auch, na gut, das ist schon ein paar Jahre her, aber South Park würde ich tatsächlich halt irgendwann nochmal weitergucken. Weil ich das halt bei South Park beispielsweise halt interessant finde, wie halt einigermaßen gesellschaftlich kritische Themen da halt ein bisschen mit Satire verbunden werden und sowas und auf eine andere Art und Weise nochmal dargepriesen werden. Das hat mich auch irgendwie nie so richtig interessiert. Was mich, South Park, nee. Was mich da immer wieder so ein bisschen tatsächlich dran stört, ist halt dieser Fäkalhumor. Das stimmt. Das, weißt du, da denke ich mir halt manchmal so, ja, mal okay, aber so in den Massen, oh nö. Wobei die Arbeit, die dahinter steckt, um das zu produzieren, ist, finde ich, ist erstaunlich. Absolut. Dafür, dass das ursprünglich mal so ein Studentenprojekt gewesen ist. Genau. Ne, ist ja damals fast sowas wie heutzutage irgendwelche YouTube-Videos. Ne, also es ist schon, ne, kann man machen.
Aber ja, ist halt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich die letzte Folge davon gesehen habe. Auch da dasselbe Prinzip. Damals gab es halt keine weiteren Folgen. Mussten erst produziert werden. Und wenn ich mich an so eine Serie tatsächlich mal ranhänge, weißt du, dann schaue ich es aber auch, ne? Bis zum bitteren Ende. Meistens. Ja, warum auch nicht? Wenn es zu viele Episoden sind, dann schaffe ich das nicht. Also beispielsweise bei irgendwelchen Anime-Serien oder sowas. Teilweise gibt es da Serien, die haben über 300, 400 Folgen. Okay, ja, das ist eine Menge. Das schaffe ich da nicht mal ebenso. Na, ja, aber halt so eine 0815 Anime-Serie geht halt auch so 12 vielleicht, 12 bis 20 Folgen ungefähr. Und ja, sowas kann man sich mal einen Tag lang antun. Wenn man sich die Zeit nimmt. Genau, das ist das Nächste. Und dadurch, dass ich mir in letzter Zeit wirklich sehr wenig Zeit für sowas nehme, ist das einfach nicht drin. Ja, musst du die Zeit nehmen. Ja. Aber irgendwann mache ich das wieder. Erstmal jetzt hier. Klammer DM. Ja. Aber erstmal konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Programmierung bzw. auf die Vorproduktion von Let's Plays, damit ich mich dann wiederum auf die Programmierung konzentrieren kann. Wie weit bist du mit deinem Spiel so prozentmäßig gesehen? Das ist schwer zu sagen. Also halt vom Storyboard her bin ich durch. Ja. Na, also ich weiß halt, wie die Story verläuft, ich weiß halt, wie Charaktere aussehen sollen. Die müssen halt teilweise noch sehr viel animiert werden. Teilweise müssen halt Landstriche noch kreiert werden und Gedöns und hast nicht gesehen, dann die ganzen Dialoge. Und ja, die Programmierung an sich, das ist so schwierig zu sagen. Das ist verdammt schwierig zu sagen. Guck, da fällt mir ein, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, kam einer an und sagte doch, dass er deine Stimme für irgendein Spiel oder irgendwas haben wollte, ne? Irgendwas mit auf Englisch? Ja, das war The Walker. Ist da was raus geworden? Bisher noch nicht. Ah, okay. Ja. Fällt mir jetzt gerade so ein. Na, ja, wenn ich meinen Zeitplan weiter befolge, dann sollte Anfang 2018 das Spiel fertig sein. Gibt's vorher schon irgendwie so eine Alpha-Beta-Version, wie auch immer? Es wird keine Early Access-Version geben, so zum freien Kauf oder sowas, wie es halt üblich ist auf Steam. Es wird relativ kurz nach der ersten Ankündigung, die jetzt voraussichtlich im Dezember kommt, eine Vorab-Version geben für Let's Player. Ja. Die sich da ein bisschen angucken können und sowas, ihre Meinung halt dazu geben können. Das ist für mich dann halt auch wirklich wichtig, dass es, da ich dann halt sehe, an aufgenommenen Gameplay, wo eventuell ich noch fallen muss und sowas. Und dann mal schauen. Das wird. Irgendwie. Kriegt das schon hin? Na klar. Muss ja. Du schaffst das schon. Klar schaffe ich das. Wenn einer schafft, dann bestimmt ich. Mit Sicherheit. Oder auch nicht. Mal gucken. So, vielleicht hast du hier erstmal genug Treppen. Yeah, Treppen. Kannst du dich nicht von der Arbeit drücken, Ziegelsteine. Ach klar, kann ich mich vor der Arbeit drücken. Es geht immer. Du kannst nicht die Ausrede, dass nicht genug Material da war. Ja, das stimmt. Aber mir fällt schon noch was anderes ein. Ich habe mir den rechten Zeigefinger.